Ja, eine Wiesenwanze, und zwar eine behaarte Wiesenwanze. Man sieht gut hier, wie sie versucht, ihren Stachel zu stechen, aber sie ist nicht so erfolgreich. Ich denke, sie hat die falsche Pflanze. Ich habe gelesen, sie saugen viel an Kartoffeln, Rüben oder Getreide. Aber das hier ist leckerer, nehme ich an. Ja. Aber sie ist erfolgreich. Ja, jetzt hat sie es geschafft. Sie hat irgendeine Ritze gefunden. Ah, oben, ganz in der Blüte. Ja. Spitz. Sie ist eigentlich klein, sie ist nur etwa 5,5 mm. Aha. Und sie haben auch unterschiedliche Färbungen. Und ein wunderschönes Herz hinten drauf. Das bedeutet, ich liebe dich. Die Landwirte lieben sie nicht, oder? Nein, nicht so. Sie kann manchmal auch Schäden anrichten, wenn sie in Massen auftreten. Aber sie ist so in der nördlichen Hemisphäre, ist sie fast überall anwesend. Aber nicht in Nordafrika, habe ich gelesen. Zu wenig Rüben, ja? Vielleicht zu warm, vielleicht ist das hier zu warm. Ja. Sie hat ein Rübenfeld gesehen. Das ist jetzt so eine Variation. Ne? Ja. Und die Behaarung ist einfach auf einem Flügel. Aber man bräuchte fast noch eine größere Vergrößerung. Ja, eine Lupe zur Makrolinse. Ja. Aber gut getarnt. Ja. Ja, das ist die Larve vom asiatischen Marienkäfer. Und wir sehen, er verspeist gerade eine Blattlaus. So eine Larve, die kann bis zu 1200 Blattläuse pro Tag verspeisen. Ganz gewaltig. Ja, sie sind wirklich gefräßig. So Ende vom 20. Jahrhundert haben ganz viele Länder diese asiatischen Marienkäfer importiert für die Schädlingsbekämpfung, weil sie eben so gefräßig sind. Und mittlerweile gibt es sie eigentlich auf der ganzen Welt. Da sie weniger anfällig sind für Krankheiten, werden sie dominant und sie verdrängen auch die einheimischen Arten. Ja, das ist eine richtige Plage von diesen asiatischen Käfern. Hier sehen wir, sie hat offensichtlich eine Larve gefressen von einem anderen Insekt. Und jetzt kommt eine kleinere und möchte da auch noch etwas abhaben, von abbekommen. Und jetzt beginnt etwas Unglaubliches. Sie bekämpfen sich gegenseitig. Sie stoßen sich mit dem Kopf. Die Kleine versucht sich zu wehren. Die Große greift immer wieder an von jeder Seite. Jetzt flüchtet sie. Aber das war etwas später. Haben wir sie wieder gesehen. Da haben die Große und eine zweite haben sie erwischt, die Kleine, getötet und nun wird sie gefressen. Ja, das ist Kannibalismus eigentlich, aber anscheinend ist das bekannt.
bei den Marienkäfern. Sie fressen sich gegenseitig, wenn es zu wenige Blattläuse gibt. Wahrscheinlich, ja. Ja. Und sie fressen auch Eier und Larven von anderen Insekten. Vielleicht versuchen sie so, ihr Überleben einfach zu sichern, wenn es zu wenig Nahrung gibt sonst. Ja, ich denke, sie sind so hungrig. Ja. Aber schon recht brutal, die ganze Angelegenheit. Ja. Diese Einerkäfer hier völlig ausgefressen, jetzt ausgehöhlt. Also die Larven, die häuten sich dreimal. Welches Stadium ist das? Das erste? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, da wird alles gefressen. Alles, was fressbar ist. Für uns sieht das recht brutal aus, aber für sie ist das einfach eine Frage des Überlebens. Ja, wenn es natürlich zu viele gibt. Ja, es ist doch wie eine Möglichkeit, die Art, die eigene Art zu dezimieren. So, erledigt, fort damit. Aufgeräumt. Ja. Und das ist dann die Puppe. Ja. Ich wollte eigentlich das Schlüpfen filmen und da bin ich sicher eine Stunde lang vor diesem Ding. Ich dachte, ja, da gibt es Bewegung, irgendetwas geschieht. Und jetzt habe ich erfahren, wie lange dauert das? 5 bis 6 Tage. Ja, da wäre ich verdurstet. Und so sieht sie nach dem Schlupf aus. Ja. Aber ein schöner Marienkäfer. Ja, ja, so herzig. He? Ja, ja. Ansonsten sind sie eigentlich nicht problematisch, außer im Weinbau. Sie haben irgendwie eine spezielle, wie sagt man? Sekret? Ja, eine Flüssigkeit, die den Geschmack des Weins verderben kann. Und zwar, es reicht 1 Käfer pro Kilo Trauben und dann ist der Wein verdorben, das heißt, er ist nachher bitter. Und nicht mehr genießbar. Also sind sie nicht so herzig? Ja, für den Weinbau nicht, nein. Aber sonst, dass sie eben unsere Art vertreiben, sind sie eigentlich nicht problematisch. Ja, eine Töpferwespe. Erzähl mal. Die ist wirklich speziell. Sie nutzt Hohlräume oder Bohrlöcher von Käfern oder anderen Insekten. Dann sammelt sie Spinnen und sie legt das Ei auf diese Spinne. Dann macht sie mit Lehm so eine kleine Wand, dass es wie eine Zelle gibt. Dann nimmt sie wieder eine Spinne, legt wieder ein Ei. Und so macht sie etwa 30 bis 40 Zellen, das heißt, sie verbraucht etwa 30 bis 40 Spinnen. Ja, also sie fängt sie und hört sie und schleppt sie ins Nest. Ja, ja, ja. Und die Larven, das habe ich nicht wirklich gelesen, aber die Larven ernähren sich sicher nachher von diesen Spinnen. Ja, sonst ergab es keinen Sinn. Ja? Noch eine Blattwespe. Ich konnte sie nicht bestimmen. Ich denke, es ist das Männchen der Bärblattwespe. Sie hat da irgendetwas Interessantes gefunden. Ja, und sie ist einfach speziell, finde ich. Von der Färbung. Ja, und das war's. Bis später. Bis dann. Schluss hat